Ja, Stream starting soon. Diese kann ich nicht, da funktioniert nicht. Okay, bevor gehen wir erstmal fahren. Okay, bevor gehen wir erstmal fahren. Ach, stimmt ja, kann ja sein, dass ich noch den einen Auftrag offen habe. Ja, ich hatte vorhin, bin ich ja vor, alleine gefahren. Ja. Promot. Und da hatte ich, wollte ich unbedingt mal, Entschuldigung, wenn von mir spricht man nicht, Und wollte ich mal. unbedingt mal nach Georgien. Und, ah ne, ich habe Glück. Was mache ich noch jetzt? Ja, ist meiner. Okay, er hat ihn abgebrochen. Weil. Und dann hatte ich eine in Georgien, aber da musste ich erst nach oben nach Island hochkurven, um den Auftrag dann da oben anzunehmen. Und dann bin ich da hingetuckert. Ne? Und auf einmal war der Auftrag dann weg. Also entweder musst du, glaube ich, selber schreiben oder jetzt, dann habe ich schnell Auftrag angenommen nach Georgien, weil ich wollte einmal, ne? Seitdem das hier ist, aber na egal. Und das war dann, habe ich gesehen, über 5000 Kilometer. Ich denke, nee, komm, den kriegst du heute eh nicht zu Ende. Und ich wusste ja nicht, ob wir das spielen. Aber das ist eh weg. Wieder auch da, Aufträge wurden unterbrochen. Auch. Standard. Weich. Man muss ab 18, 20 Uhr, ne, anlassen. Was anlassen? Bonjour? Was? Naja, mit dem Licht. Das hat mir hier gekickt. Hat generell Licht. Ja, hab ich ja mal so auch. Obwohl, ich hab auch schon mal nachmittags und fast vielleicht 1, 2 Uhr Licht ausgehabt und dann passiert nichts. Ab einer gewissen Uhrzeit, glaube ich, wann war das jetzt? 16 oder 18 Uhr? Mit so einem Dreh. Ja. Da muss es dann anmachen. Das dämmert App. Wo treffen wir uns denn? Bei den Gölle. Keine Ahnung, ob ich die gehört habe. Was so alle? Alle freigeschaltet. Nicht über eine Garage. Doch, gerade das meinte ich. Verstehe, dass du alle Garagen hast. Ich habe nicht alle Garagen. Habe ich nicht. Okay, ja, sorry, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, dann. Wo seid ihr Ich denn? habe zwar alle DLCs, aber. Naja, wo bist du denn? Wo hast du denn deine Heimatgaragen? Weiß noch nicht, ich habe schon einige, ich muss aber erstmal laden, ja. Ja, wo kommst du denn immer raus, wenn du startest? Da, wo ich aufhöre. Da, wo ich dann beende. Ja, aber wenn du jetzt keinen Auftrag hast. Ja, da starte ich dann komme ich dann wieder raus. Da, wo ich meinen Auftrag beendet habe, frage ich ab und fertig aus. Wenn du jetzt den Auftrag aus. Also, mal wie ich starte immer komischerweise in Köln. Egal. Mavi, wo bist du? Wo ist deine Heimatgarage, also deine Hauptgarage? Ich stehe neben dir so. Ganz, ach ja, der Weihnachtstag. Da war ja was. Ja, Mavis, also haben wir uns dann spontan entschieden, wir treffen uns in Köln. Das könnte ich gleich hinkriegen. Nee, ich will das Ding nicht haben, seid ihr bescheuert? Lass uns durchschauen, wechseln, danke. Bitte. Meine Damen und Herren, die nächsten Sendungen verzögern sich noch um ein paar Stündchen.
Ihr seid jetzt in Köln, oder was? Jupp. Der Marvin hat sich so schnell hingeschlichen, den habe ich nicht bemerkt. Obwohl dann im Spiegel sah ich dann Weihnachtstrag. Ich so, immer Weihnachtstrag. Und dann sagte Marvin, ich stehe neben dir. Ich dachte, ja, Weihnachten, jetzt passt ja bald, Marvin, ne? Ich bin froh, wenn der Scheiß frei ist. Nein, ich mach. Ach, das ist das Schönste an. Da freue ich mich schon das ganze Jahr drauf. Der Beste ist der Schönste. Bum, bum, letztes Feuer. Jahr ging ja nicht. Aber dieses Jahr darf ich ja. Geht's wieder los. Schön den Track zurecht machen. Ich hatte, glaube ich, immer diesen Weihnachtsmann, der an so einer Kette hing, weißt du, mit dem so einer Seite runterhing. Den hatte ich dann immer. So roten Track und dann den Weihnachtsmann und dann schön die hinten die Geschenke drauf. Boah, und dann leuchtet das schön. Ist die Baustelle schon immer da gewesen da drüben? Ah, oh, ich hab was vergessen. Geht da Gesabbel wieder los. Neu starten. Digga, da bist du ja. Ah, wie ist weg? Ja, ich muss kurz neu starten. Okay. So, der eine da, der andere weg. Ja, du kannst auch nur Motor Sound zu fahren, ist auch. Oder was? War das jetzt bei mir? Nee, bei mir. Ich frage mich nicht, warum es wieder überträgt. Ich habe das heute Morgen so gut eingestellt, heute Abend funktioniert es wieder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, zwischenzeitlich klang ja dein Ding ja auch relativ gut. Ja, gut, aber der ändert das so oft ab in Windows 10. Ich frage mich nicht warum, keine Ahnung. Ich fange das Spiel an und sofort. Ja, die Probleme hatte ich vorhin bei Kohn und da muss ich auch ein paar Mal. Bis es dann. Oder musste ich erst die ganzen Mods dann installieren? Das hat lange nicht mehr gezockt. Oder mit der Hupe, jo. So, Hupe? Also meine geht auch nicht. Nee, meine geht auch nicht. Ja, sind zu viele Leute in der Nähe. Ja. Aber wenn schon Leute oder da sind. Also. Was steht da? TPG. TPG? Ja. Ich werde. Pille-Flip. Ja, so, wir sind jetzt alle da. Ich nicht. Hä? Du bist auch hier. Seh dich doch. Ja, die Hin- und Her GmbH. Ja. Hast du irgendwas dagegen? Nee, nee. Nichts gegen meine GmbH. Ja, ich wusste nicht, wie ich sie nennen sollte. Ich dachte mir, komm, scheiß drauf, wir fahren immer hin und her. Also. Ja. Boah, ich höre von jemandem voll die Geräusche, als wenn ich bei ihm am PC sitze. Das bin ich nicht. Ja, doch, ich höre die Motorgeräusche und du musst ja hin am Hin- und Herfahren. Ja, der ist hier hingehen. Ich geh schon mal. So, egal. Was, jetzt geht das Spielchen wieder los. Wo fahren wir denn hin? Oh Gott, extern oder extern, ne? Ja. Extern, gut. Was haben wir denn da? So, Köller auswählen. 2300 Meter. 2300? Ja. Nach Belgien, ne? Also ich glaube, das weiteste habe ich nach Russland. RU ist doch Russland, ne? Ja. Petersburg? Ne, ja doch. Nee, Psku. PS. Das ist so eine Ladung. Große Eisenrohre. Nach Düsseldorf habe ich die aber nicht nach. Ich habe große Eisenrohre nach Düsseldorf, ja, und dann nach München. Düsseldorf? Nee, Düsseldorf habe ich ja nichts. Läuft. Fängt schon mal gut an. Aktualisieren, ich kann es ja mal aktualisieren. Vielleicht kommt ja jetzt was. Immer noch Warschau, England, Dortmund.
große Eisenrohre nach Russland hätte ich jetzt noch. Nee. Biskow. Ja, ja, hab ich auch. Was? Hab ich auch? 1800 Kilometer. Genau. Ja, hab ich. Ja, dann. Hey, man. Machen wir mal zu. Du kannst doch einen. Schließe. Aktuellen. Oh. Nein, auf jeden Fall nicht weg. Ich hab. Abbrechen. So, weg mit dir. Also, der... abbrechen, ja? Nein, ich hab meinen Auftrag. Ich hatte meinen. Nein, ich hab meinen Auftrag nur abgebrochen, den ich noch gelaufen hatte. Wo ist denn der jetzt? Ist der weg? Nein, bitte nicht. Abbrechen, weil du einmal angenommen geht nicht mehr. Warte mal. Okay. Also abbrechen, ja? Ja, abbrechen, bitte. Weil ich hätte. Jetzt habe ich Eisenrohre nach Düsseldorf. Also ich habe jetzt gar keinen offen. So, komplett ist nochmal neu. Was? Ich bin gekickt worden? Nee, ich bin noch da. Bin noch da. Das ist dann nur gerade Warnung, dass ich mich bewegen soll. So, also nochmal. Aufträge. Extern. Ja, synchronisieren. Wir sind in Köln. So, okay. Was habt ihr denn jetzt? Ich guck dann, was ihr so habt. Also das weiteste ist Betonträger nach Rumänien, Bukarest. Ja, hab ich auch. Hab ich nicht. Okay. Betonträger Bukarest. Nee, aber ich nehme nicht weiter. Das würde dir. Nö. Okay. Oliven nach Daugavpils in. Oliven habe ich nicht. Lettland. Keine Oliven angeboten. Fertigtreffen nach Olbia in Italien. Olbia, Italien, ja. Ja, hast du das auch, Speedy? Moment, ich will mal gucken. Fertigtreffen. Nach Großbritannien kann ich. Und nach Linz. Und nach Ubia. Olibia. Olibia? Italien, ganz unten. Olbia. Ja, habe ich auch was. Fertig. Das ist doch Olbia. Ja, dann nimm doch das nach Olbia. Egal, auch wenn es keine Fertigtreppen sind. Also hast du was, Olbia? Ja. Fertigtreppen. Fertigtreppen. Und Mavi nicht? Ja, wir auch. Hast du auch? Ja, dann nehmen wir doch die Fertigtreppen nach Olbia. Erstmal. Okay? Ja, also ich hab's doch. Ich will das jetzt aus, ja? Ja. Ja. Was macht er denn hier mit dem Anime? Warum? Ja, er nicht. Er kommt nicht um die Kurve hier. Er fährt schon, wartet doch um mich. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Hab ich irgendwas verpasst? Gibt's hier was umsonst? Mhm. Wo kann ich blinken? Wir blinken. Hä? Das war mit Plus und Ü. Ah. Herr Pfleger. Was war jetzt? Oh, ich hab nie aufgepasst. Der kam auch so. Einerseits ist bei den ganzen Punkten. Ja, toll, ich guck mal hier an, ne? Rot. Und das. Oh, ich höre voll die Geräusche von dir, Speedy. Das bin ich nicht. Wer ist denn das sonst? Pinguini.
Ja, weil die scheiß Soundkarte wieder auf die andere Soundkarte überträgt. Wie kann eine Soundkarte auf eine andere Soundkarte übertragen? Ich kapiere es nicht. Oh oh. Am besten wär's, hast du nur noch eine wie ich und dann hast du deine Ruhe. Was ist das Schwachsinn? Boah, was ist denn gerade mit dem Spiel los? Was denn? Bei mir ist es voll am Laggen, obwohl der Ping ist bei 13 Millisekunden. Was ist denn das? Eigentlich meine Anhänger. Ich auch nicht. Und immer den da. Warte, bis Marvin fertig ist. Ja, weißt du, warum hier das so laggt? Weil hier eine ganze Kompanie ist von. Ja, ein ganzer okay, sehe ich schon. Haben wir es unterwegs? Firmenausflug. Ich nichts sehen, wo ich hinfahren. Ja, ist das jetzt vor mir? Ne, da fährt rückwärts rein, oder? Fährt er nicht rückwärts rein, ich hab keine Ahnung. So, ich bin angedockt. Oh, voll am Lecken hier. Angedockt? Okay. Ja. Ich hab aufgesattelt, wenn es wie du willst. Ja, Junge, da kann raus, meine ich gar nicht. Ich bin hinter dich. Bist du mir, ja? Alles gut, wir warten nur noch, bis der andere Blaue wegfährt. Ja, jetzt will er uns noch vorfahren, weil der viel vor mir. Wollte er den? Warum will er nicht? Geht die vor mich, bleibt ihn aber stehen. Hallo. Eigentlich abkuppeln, ankuppeln. Kann doch nicht mal hupen. Soll ich einfach fahren jetzt, oder? Ja, also noch rein theoretisch ist unter der Zone drin. Ja, aber und wie war es bei ATS? Ja, super, wir haben die ganze Zeit am Startpunkt gestanden. Achtung, der fährt! Boah! Ja, ich bin der Idiot. Meine Fresse. Also ich dachte jetzt jeden Moment, das war's. Jetzt hab ich dich schon so viele Lüftlinge gesehen. Ja, warte mal, ich verdeck mal, wie ich wusste. Halt mal ein bisschen Abstandspfleger, ne? Weil du machst ziemliche Sprünge hin und her. Echt? Ich hab Angst. Wir hatten einen Ping von 29. Ja, aber das switcht bei mir immer so. Erst mal hält er an und raus wieder zurück. Halt mal ein bisschen ab, lieber ein bisschen mehr Abstand. Boah, es hat meine Ex immer die Probleme gehabt. Aber Marvin auch gerade, jo. Boah, ups, Entschuldigung. Marvin, ich war's nicht. Hm? Ich war's, Entschuldigung. Bevor Marvin das sich aufregt über mich, ich war's nicht. Nein, ich war's. Ja, toll. So ähnlich. Okay. Ich hab Schaden. Hast du Schaden genommen? Ja, 11%. Naja. Macht nix. Da liegt ein LKW. Ruf den RC. Ruf die Feuerwehr. Oh Wunder, dass du es nicht bist. Warum? Ich hab kein Lenkrad angeschlossen. Das Lenkrad ist kaputt. Also wir werden schon hier überholt. Was für Idioten. Können sie doch machen. Mach ich ein paar Clips und dann passt das. Auflieger schon 3%? Was? Ja, vielleicht hat dich gerammt, der Typ hier vor dir. Vor mir, also.
muss er Geduld haben. Ja, keine Ahnung. Boah, er, was macht er? Erst überholt er mich und dann jetzt fährt er nicht. Es ist doch nicht wahr, ne? Es, komm ich nicht hoch. Also das haben wir gerne. Erst überholen und dann selber nicht fahren. Mann, oh Meter, ey. Aber Marvin, hast du irgendwas gefressen? Warum? Ja, für Nahrung. Hast du Bohnen im Hintern? Ja. Alter. Ich hänge ja auf 90 und der fährt hier. Ja, abgefahren. Ich wäre ja schon hinter euch, aber der Typ hier. Jetzt sag ich, erst überholt er in der Kurve und dann zockelt er von mir her. Das ist doof. Oder Lobby oder wie man den nennt. Also muss ich mich erstmal an 90 gewöhnen. Ich bin die ganze Zeit immer an normale Aufträge gefahren, also 110. Mhm. Kann ich verstehen. Die Aufträge, die ich auch liebe. Ich hab schon gedacht, ich drehe die ganze Zeit ins Achtung, Pedal. Achtung, auf der Brücke steht jemand. Schneller. Ich glaube, du kannst, ja, stimmt, 110 kannst du fahren, ne? Ja, aber er meint, jetzt gerade 297 Grad, weil es bergab ein bisschen ging. Ja. Aber... Geht immer noch nicht. Ja. Weil zu viel Akku macht, einfach zu viel los. Bin ich krass, dass sie es deaktivieren können. Ja, jetzt sieht. Ups, Entschuldigung. Ups. Dann tanken? Vergessen zu blinken. Ja. Ja, doch, tanken wäre mal eine gute Idee. Ja, kommst du hier vorbei? Ja. Achso, seid ihr jetzt vorbeigefahren? Nee, ich will, ob du jetzt hier vorbeikommst. Weil ich habe die inneren Streifen genommen. Aber Mavi ist zurück. Musst du nicht tanken? Nee. Das war heute lustig. In Island musste ich dringend tanken. Und dann musste ich, ein Kilometer vor der Zapfsäule, muss ich noch, notbetankt werden. Und ich hatte so viel Damage gehabt, ich muss mir so erstmal den Weg zur Werkstatt. Ja, das war lustig. Aber einmal, Speedy. Fährst du? Mir rein. Geh raus, ne? Achtung! Oh komm, wir waren noch geschossen. Ja, aber das ist bestimmt einer, der 110 fährt. Ja. Was blinkt denn hier? Mach mal den Blink. Boah! Ja, und tschüss! Scheiße! Ach ja, fuck. Läuft, fängt schon gut an. Oh ne. Aber wir mal versuchen, dich umzuschubsen. Probier, aber ich glaube, geht nicht. Ich versuche mal zum. Ja, ob ich zurückporten kann. Weil es steht dich jetzt einen Versuch machen, dass ich irgendwie dich irgendwie wieder zurückwerfen kann. Ach so. Ja, ich versuche gerade schon Autospeicherung zu laden. Achso.
Dann, okay. Mal sehen, ob er, wo er mich zurücksetzt. Bitte lass auch die Ware da sein, bitte. Nee. Brauche es nicht da? Hat nicht funktioniert. Weil du liegst nämlich noch bei mir. Ja, ich komme nicht. Kann mich jemand rumkippen? Nee, ne? Ja, doch, das will ich ja versuchen. Ja, versuch, aber. Also. Ich mache mal ganz kurz meinen Anhänger ab. Ja, da keine gute Idee, weil gerade hinter uns jemand ist. Ja, toll. Warte, dann hänge ich ihn wieder an. Dann fahre ich mal vorwärts. Oh je. Ach du Schande, guck mal, was hinter dir Güte. Da sieht man so ein Hamsterrad dabei. Marvin, dann zieh du bitte bei. Nehm ich irgendwo ab. Uff, da kommt auch nochmal der Körbetrommel. Gut, jetzt ist safe, ja. Liege wie so ein Marienkäfer. Wenn ich die ganze Zeit. Nee, doch mal, warte mal. Beim. Als Isa habe ich einmal umgekippt. Warte mal, Leute. Probier jetzt nur ein, was. Ob es gut geht, kann ich dann versprechen. Ja, ich kann. Sonst versuche ich noch einmal zu laden, sonst. Versuche neu starten. Achtung! Warte mal, eine Möglichkeit habe ich noch vielleicht. Nee, ich lieg schon zu flach. Ich ein bisschen schräg in der Böschung liegen würde, weißt du, aber. Du laufst ja bei mir da vorne die ganze Zeit schräg. Ja, aber du bist irgendwie jetzt runter. Du hast mich jetzt runtergeschubst. Nur runtergeschubst, aber. Das wird nichts. Ich starte, versuch nochmal einen anderen Speicherplatz. Und wenn das klappt, ist schön. Wenn nicht, dann. Manchmal muss ein. So. Wenn nicht, dann muss ich. Müssen wir uns irgendwo treffen. Komm bitte. Na, ich bin gekickt. Jetzt hat sie jetzt eher übrig. Und ich liege immer noch. Er hat sich immer schnell starten. Das tut mir doch. Wo fahrt ihr nochmal hin, Olvia, ne? Ja. Aber. Was ist denn euer nächster Ort? Nie auch? Luxemburg. Also, wo ihr jetzt direkt vorbeikommt. Da fahren wir gleich durch. Genau durch Luxemburg. Dann wartet, dann könnt ihr versuchen, dann, dass wir uns da treffen. Dann fahre ich dann an Lärm mit. Fahren wir nach Luxemburg? Ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Schranke runtergeht. Hey, es blinkt ja weiß und der rot blinkt. Ja. Da hatten wir auch mal vertan, da hat er auch schon so. Ja. So. Okay, fahren. Ich glaube, mein Luxemburg müsste ich eine Garage haben. Hey, warum? Ich lieg immer noch hier. So, ich muss mich erstmal abschleppen lassen. F1 Werkstatt. Immer geradeaus. Wo ich hier rechts mal bin? Geradeaus. So. Ist ein Stadtschild. Variieren. Nein.
Okay, so. Enter. Wo ist denn jetzt Garagen? Luxemburg. Ja, da habe ich eine. Wart ihr denn zur Werkstatt oder wo sollen wir uns treffen? Ja, ja, wir vorhin treffen uns jetzt bei der Werkstatt, oder nicht? Ja, ich bin jetzt Schnellreise gerade da. Ja, gut, weil dann könnte ich mit meinem Fahrzeug vielleicht auch mal langsam reparieren. Jetzt mal hier drehen. Hä, wieso ist ein Sprit schon wieder leer? Ich hab doch erst getankt. Hä? Jetzt habe ich das Spiel neu gestartet, jetzt ist der Tank schon wieder so, als wenn ich gar nicht getankt hätte. Immer geradeaus. Immer geradeaus, danke für den Tipp. Meine Frauenstimme ist besser als die männliche. Ja, ich find Karl auch nicer. Wer war meine Frau, die einzige, die mir hält. Aber kannst du mir immer sagen, was du dabei immer sagst? Auch weil ich eine Frau bin und dann mag ich halt die Männerstimme mehr. Warte mal, ich bin Mann, ich liebe die Frauen. Weil man regelrecht zu Füßen. Gar nicht. Boah, ich bin jetzt an der Werkstatt. Boah, wo ist denn hier der Tanke dann? Ich verstehe das echt nicht, das ist ein... halb leer. Oder halb voll, wie man es sehen will. Bin ich vorbeigefahren worden? Nee, ne? Ne. Nein, immer geradeaus, Max. Immer kommt das Schild. Also ich stehe jetzt an der Werkstatt. Oh. Oh, nicht schlecht. Da ploppt einfach ein Trailer von mir hin. Also ohne Zugmaschine. Warum nicht, ne? Passt aber auch zu meinem... Guck mal, der passt sogar zu meinem Truck. Ja, ist geil, wenn das dein Trailer noch wäre, wa? Nee, der passt von der Farbe her, passt der echt optimal zu meinem, Alter, was ist denn das so ein Zickzack? Oh. Ja, ne? Wir haben Post. Die Klappe! Ey, ich hätte das eingestellt. Also, so später ist der Scheiß-Kugel da. Man hört alles, ne? Ja, ich aber nicht, ja lustig, aber für das ja. Und wie die Kleines, ganzen Geräusche, die wir hören, hörst du nicht? Nein. Ja, noch verfolgter. Kleines, Und direkt durch, oder? Nee, du musst immer links ab, also gerade ausladen, wo es genervt wird. Hier links. Hier ist eine Garage, hier. Ja. Aber okay, also, ich sehe die Werkstatt, okay. Ich komme gleich wieder zurück, ich gehe dann... So. Ja. Geh mal eben tanken. Aber haben sie genial gelöst mit den... Durch. Nein, Scheiß. Komm. So. Oh, knapp. Ja. Also ist der Turm im Wege, wa? Kollege. Was? Nee. Nein. Die Absperrung. Ich nicht. Ah, da kommt ihr ja. Feuerwehrhändler und DQ. Dann fahrt ihr erstmal durch. Kann mal eben tanken. Komm gleich wieder. So, Wartung. 42.000? Soll ich mir das leisten bei einem Jahr 248.711.000? Das ist voll teuer. Bei Freiburg, gerade in Luxemburg.
Wir sind vorne. Keine Ahnung, wer der überhaupt die DLCs hat, keine Ahnung. Oh. Ja, nicht oh. Oben, oh, was hast du denn jetzt? Ey, ganz ehrlich. Ich bin. Manche können. Oh. Ich weiß, manche können keine LKW fahren wie ich. Ich hoffe, die haben echt keinen Führerschein. Ich habe einen echten Führerschein, deswegen fahre ich bei Rot über der Ampel. Wenn ich's darf. Jetzt mal, was soll das denn? Verpasse ich irgendwas gerade? Moment, was war das denn? Moment, ich muss mal mein Handy rausholen, jetzt muss ich mal bei dir auf dem. Wenn ich da fertig bin, dann. Alter, warum ist mein Handy so krass? Oh, wo ist denn der Typ? Was ist denn nochmal Report? So, das hat er, den hat er jetzt erstmal weg. Spaß, ja. Also ich fahr zur Tanke, die nächste Tanke. Ja. Ja. Was, weg. Du fährst jetzt zur Tanke? Ja. Was sind die jetzt, Moment? Ja, also ist auf dem auf der Karte sah die näher dran aus. Die nix markiert. Da hinten ist, sehe ich ja schon. Oh. Was war das? Aber denn? Auf der Autobahn bist du noch nicht, oder? Ja, super. Ich habe jetzt einen Motorschaden von 92%. Also auf gut Deutsch Totalschaden. Ja, wunderbar. Macht ja nichts. So, was ist denn heute los? Ja, du nimmst mich ja mit. Du wolltest ja, dass ich mit vor. Hä? Ihr wolltet ja, dass ich mit vor. Das liegt doch nicht an dir. Was ist denn aber? Doch, ich freue mich ja. Kipp ich um. Heute ist nicht unser Tag, kann das sein? Ja, ich bin zickig manchmal. Hast recht. Nee, es liegt. Das ist... Dann rammt mich da einer rein und jetzt. Damals stimmt hier gerade nicht. Und das Problem ist, ich kann den auch nicht mal reparieren. Was? In der Werkstatt kannst du den nicht reparieren? Ja, ich muss aber jetzt erstmal zur Werkstatt kommen. Was? Ich krieg den noch nicht mal an. Dann lass dich doch abschleppen. Ja, aber dann weiß ich nicht, ob ich zu eurer Werkstatt hinkomme. Das ist eigentlich normalerweise die nächstgelegene. Ja. Was ist nochmal? F7, ne? F7. Pika. Enter. 1. Ich bin bei euch raus. Moment, du sollst keine fremden Filme angucken. Ich hab's gehört. Das hab ich mein. Heute. Mittag lief alles gut. Was ist los mit mir jetzt? Bin ich bei euch? Bum, bum, bum. Bei den ganzen Normen? Jein. Also bei mir gerade nicht. Doch, doch, Weiche. Doch. Ich kann nicht reparieren. Oh, wird mich verarscht. 28 Meter. Bist du weg. So, 95.000 Reparaturen, yep. Und ich habe vorhin auch 45 bezahlt. Ich habe 95. Ja, 1.000. Oh. Du wirst ja wohl reich sein. Ja. Vielleicht. Toll, das ganze Geld brauche ich allein schon für die ganzen Reparaturen, ja. Ja, kann sein. So, ich bin ja wieder da. Und getankt habe ich auch. Super. War aber ein teuer Tank, ja. Lieber Bobby Kai, ich fahre mit meinem Bobby Kai.
Marvin! Ja? Ich mag zwar Musik, aber diese Kreuz leider nicht. Nicht. Meine Zuschauer müssen auch denken, jetzt redet sie ganz durch. Ich kann nichts dafür. Das ist nicht bei mir. Oh, das, ich lade nicht auf Twitch. Egal. Gut. Wollen wir? Was denn? Japan. Ja, hast du wieder einen Auftrag oder was? Ja, ich fahre leer mit euch. Ihr habt ja noch den Auftrag. Hä? Wir sind noch 1,5 Stunden. Bis ich ja, okay, dann. Oh Gott. Ihr wart nach Olbia, ne? Ja. Wo ist denn das nochmal? Italien. Italien, wo ist dann ja. Italia. So, Italia ist ja unten. Wo ist Olbia? Olbia unten. Ach du Schande. Oder wir holen kürzeren auf. Ja, ich guck mal, was ich da noch finde. Was in die Richtung geht. So, wir sind Luxemburg. Italien. Ja, ich fahre nach. Ich habe was nach Tarent, das ist über am Absatz. Gesundheit. Dann habe ich. Saint Alban. Was habe ich? Entweder hier Lyon. Helden. Dijon habe ich. Das wäre die nächste Stadt, wo wir hinfahren. Dann müsstest du da aber wieder holen. Also. Ja, so Tarent habe ich, Italien. Was habe ich denn bei normal externe? Sollte ich bei externe gucken? Luxemburg. Dann nimmst du einfach so einen Anhänger und dann brichst du den Spieler ab. Oh, was haben wir denn da? Florenz? Nee, ist ja. Florenz habe ich. Ich habe Porto Vecchio. Was ist das denn? Ja, das ist dann, das ist, ja, Porto Vecchio passt doch. Das ist da, das ist in der Nähe. Kannst du machen. So, Porto Vecchio, komm. Wo ist denn jetzt meine Ware? Ich weiß nicht, ich muss mal wieder 3 Kilometer fahren muss, um meine Ware zu machen. Dann ist es so. 2 Kilometer. Nö. So, ich muss hier raus. Lass mich mal durch. Ich bin Arzt. Ah! Wo treffen wir uns? Ich komm gleich wieder hin, oder? Bevor wir nur her. Ja? Das ist nämlich da vorne, direkt. Das Navi aktualisiert doch. Ja, es ist nicht, du kannst nicht kuscheln, geht nicht. Die ganze Zeit, wo es mir kalt war, kommt sie nicht. Wenn es mir warm wird, dann kommt sie. Logisch. Hä? Meine Katze. So. Ach ja, so sind sie. Zickig ohnehin. So, da sind wir auch schon. Da genug Platz zum Wenden? Ah. Mit Betonplatten umzäunt. Wow. Komm in den Knast. So, einen Moment bitte. So, hier Nervennahrung. Meinfalls hier eine Zigarette. So schlimm. Ja. Brauchen wir. Und Schoki. Ich möchte Schoki. Ich hab drüben noch auf dem Tisch Schoki liegen. Ja, wo ist er doch? Da muss ich ja aufstehen.
Zigaretten sind mehr. Ich tue weder rauchen noch. Ja, sei froh. Ich will jetzt ja auch aufhören, aber. Dafür habe ich schon drei Tage. Dafür habe ich jetzt einen Trend mit Energy Drink. Ja, Ja, Energy muss aufpassen. Da war auch eine Zeit lang, aber ich bin jetzt ein bisschen. Ja, momentan fange ich wieder auch zu sehr damit an. Aber. Hab ich gebraucht, wo ich Frühdienst hatte. Oder später. Ja, aber muss aufpassen. Ich habe dann auch, der schmeckt schon lecker, aber das kann echt süchtig machen. Ich will mir nur solche kleinen Dosen, ich will es hier nicht über solche Literflaschen. Nee, ich habe da, also ich habe das sogar immer beim Kufland. Diese anderen Literflaschen. Ja, das mache ich nicht. Deutschland hallo, einer, das ist mein LKW. Okay, ihr könnt. Nö. War erstmal nicht hier raus. Weil okay. Der hier. Variante, ich ramme jetzt weg oder. So, bedrück mal die Daumen, dass ich jetzt nicht umkippe. Wo fährst du jetzt? Müssen wir jetzt hin? Also ich muss. Ja, wir müssen aber auf die andere Insel. Nach Porto Vecchio. Ja, und das ist vor. Das ist vor euch. Also, schön, wenn man doppelt. Aber da müsste ich ja vorfahren, oder? Muss ja eher weg. Ja, wäre ja, sehr nett eigentlich. Gleiche Route. Also. Wir müssen erstmal auf die Fähre und dann nur weiter. Ja, fahren wir erstmal. Kommst erst am Anfang im Norden müssen wir erstmal noch zusammenfahren. Ja, bis runter die Fähre und dann. Ja. Fährst du vor. Und da müssen wir nochmal 100 Meter fahren oder so. Dann sind wir auch dran. Die rote Ampel. Ich war mal schon rot. Verdammt. Kann ich mir mal vorstellen. Ja, bei mir stand rote Ampel. Ich habe Strafe bekommen wegen roter Ampel. Ich nicht. Ja, bei mir. Ich meine auch, dass es grün war. Aber ist okay, Spiel. Ist okay. Nur meins, dass die Rumpel rot war. Ja. Dann muss ich mir mal ein Video angucken. Ich nehme ja diesen Stream auf. Echt? Ja, ausnahmsweise. Ich auch. Ich habe heute mal keine gegeben, ja, keine Musik mitlaufen. Der Soba hat sich schon beschwert, weil meine Clips noch deaktiviert sind. Ich habe ja nur die. Oh Gott, das. Oh oh. Was ist jetzt? Du wärst fast gekippt und ich auch wieder. Ey, ja, ist denn was los? Mach dir! Ja, du. Nee, Marvin war ja auch fast gekippt. Ja. Gerade, dann hängen wir aber gut. Kriegslage. Aber okay. Fährst du mit Tastatur oder fährst du mit Lenkrad? Tastatur, okay. Ja. Sag mal, Katze, du kriegst ab sofort nur noch Diät. Du wirst mir langsam zu schwer. Ja, was mache ich jetzt falsch? Über die Sperrlinie drüber rausfahren, ein Punkt, Lenzburg. Schöne Fahrgeräusche. Ja. Als wenn er irgendwo am Klo sitzt, so Spülgeräusche im Hintergrund. Das ist ja schon morgen wieder alles abbauen und wieder aufbauen. Ich freue mich. Juhu. Ja. Was hast du jetzt hier eigentlich nochmal bestellt? Was? Was hast du hier nochmal bestellt gehabt, Morgen? Ja, die Endspielfilter kommen noch dran. Was ist das? Was ist das denn? Mal gucken, ja, was ist. Ich brauche weiter besser funktioniert bei dem Ding. Als Störgeräusche rausgefiltert werden. Ob das so funktioniert, keine Ahnung. Das ist eine andere Frage. Och, wenn ich mal den Tastatur höre, ist das nicht so schlimm. Ja, aber bitte eher. Ich höre gerade, wie gesagt, ich höre gerade den Sound nicht. Also, das hört ich irgendwo. Warum auch immer. Was? Du hörst den Sound nicht? Nee, alles, was wir hören, hört er nicht. Das ist doch schön, das stilleste Spiel aller Zeiten. Aber dein Sound geht anscheinend. Ja?
Wenn es anscheinend ja anscheinend jeder Sachen Menschen anmacht, so wie das Lied vorhin, und er hört das nicht und wir werden gequält, weißt du? Ja. Ja, oder Absicht. Hey, ich hab's ja morgen so gut Stream gehabt. Das war heute noch echt gut. Aber. Ja, heute Nachmittag hattest du das gehabt, glaube ich, ne? Genau, heute Nachmittag, richtig. Danach dann um 5 Uhr. Ja, zwischenzeitlich hatte ich ihn dann gehört, aber dann war er ganz leise schon. Und dann hattest du irgendwas gesagt, dass du da am Rumbasteln bist. Ich dachte, okay. Ja, danach haben wir es ja. Wir haben danach im Stream noch ein bisschen dran. Haben wir ja ein bisschen was umgestellt. Hat ja auch funktioniert, aber warum es jetzt wieder umgestellt hat, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, ich bleib bei meiner USB-Soundkarte mit diesen einfachen Anschließen. Ja. Ich hab meine Ruhe. Ja, aber auch so. Aber das geht nur den Sound und nicht das Mikrofon. Ja, das ist auch mal vielleicht auch das Problem, wenn du mehrere Soundkarten hast. Ja, aber ich hab's eigentlich, man kann die einzelnen Soundkarten hier anwählen. Das hab ich ja getan, aber warum das nicht funktioniert, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist Windows 10 ist das. Aber man kann ja jede Soundkarte einzeln anwählen. Das funktioniert ja auch super. Das hat ja um 15 Uhr auch geklappt, ohne Probleme. Aber warum es jetzt wieder umgestellt hat, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ich mach auch nur eine Soundkarte, das reicht mir. Und bastel da auch mal vorsichtig. Ey, lass es auch sein, das ist scheiße. Geblitzt worden, juhu! Ach, oh, ey, ich muss das Bußgeld wieder abschalten, ey. Ich auch, ich finde es 200 Euro. Worum geht's denn nicht dir und nicht mir? So soll es sein. Ich muss das auch, ja, ich habe das auch vergessen. Wenn der Mann bezahlt, muss die Frau auch bezahlen. Wie weit ich das schaffe, mich an die Regeln zu halten. Das klappt ja super. Welche Regeln? Ja, hier Geschwindigkeit einhalten. Da komme ich ja nie keine an. Keine rote Ampel überfahren. Solche Sachen halt. Da komme ich ja nie an. Geht nicht. Ja, deswegen will ich das wieder ausschalten. Ich frage mich, warum das überhaupt eingeschalten hat. Ja, weil es wirklich welche gibt, die halt das sagen so, ne? Wenn hey, ich hatte das Häkchen dann eigentlich draußen gehabt. Nein, ach so, meinst du das? Ja, ich würde das, wie gesagt, just, wollte nur mal gucken, ob ich es mal schaffe. Und ich habe gesehen, ich schaffe es nicht, also kann ich das wieder rausnehmen. Ja, weil nein, die mit uns fährt, wegen roten Ampeln. Soll ich mal bremsen? Ja, die halt ja, versuche ich. Weißt du, bremsen? Wenn ich alleine bin, ja, weil halt ich die schon ein. Auffährt. Geschwindigkeit, das geht mir auf den Nerv. Wer fährt dir auf? Deines, fährst du dich auf? Wenn ich einmal Leertaste drücke, bin ich dran. Du musst ja die Leertaste drücken. Ist genauso wie bei GTA 5. Wenn ich ein paar Mal haue, dann haue ich ein paar Mal. Ja, weil ich auf dem MP-Server, da willst du ein paar runter wissen. Es ist hier nur aus Versehen, es ist hier nicht absichtlich. Ja, klar. Muss ich immer jedes Mal dran gewöhnen, dass ich mit der Maus nicht hantieren kann. Da kommt so eine Grenze, kann ich die umfahren? EB, Slicer. Mein Kind! Brems! Brems! Geh auf! Geh doch. Ja. 30, dann kommst du da perfekt durch. Wenn du mit 90 von hinten angeschossen kommst, irgendwie klang das jetzt sehr gesund. Mal langsam meine Ecke wieder tauschen, der hat schon knapp 100.000 runter. Wo sieht man das? Links im Tacho. 93.200 Kilometer hat er auf der Uhr, zur Meinung. Meiner? Weiß nicht. Ja, wenn ich das richtig sehe, hätte der auch, ja, das kannst du kaum lesen, ja.
Bei Marvin Sender zischt ja jedes Mal, weil er zu alt ist. Zum Glück hört ihr das nur noch, nicht ich. Was? Zum Glück hört ihr das nur noch, ich höre es ja nicht. Also. Nein, aber zwischenzeitlich war es so, umso, dass da nur gezischt hat. Keine Ahnung, wie viele Kilometer du mittlerweile mit denen runter hast. Keine Ahnung. Oh, also. Kaum mal können. Ja, also bei mir steht irgendwas mit 33.000 oder so. Langweilig. Bei so viel Kilometer, wie du fährst? Ja, komm, ich bin jetzt früher ja kaum gefahren und und ich habe ja auch dann einen anderen Truck gehabt zwischendurch und ja. Ach so. Und ich bin ja auch habe schnelle Aufträge gemacht und keine Ahnung was. Ich sehe mal lange Zeit habe ich es ja auch. Bitte? Meine Aufträge sind mir am liebsten. Ja. Dann musst du nicht erst zum Ziel tuckern, da hast du direkt an den Hänger dran und kannst loslegen. Ja, und obendrein muss ich nicht mal tanken. Ne? Wenn ich tanke, bezahlt es doch derjenige, der den vermietet. Aber ja, ich wollte schon sagen, dass du da unendlich voll tanken. Ich war damit schon mal in der Werkstatt gewesen, wo Tuning-Teile anbringen. Sah gut aus, aber der gesagt ist, dass der Chef will, glaubt er nicht. Hat Birdie sich nochmal gemeldet? Nee. Ach, habe ich dir erzählt, dass ich mich gefreut habe heute schon, dass mein Erste-Hilfe-Lehrgang endlich ausfällt? Nee. Das heißt, ich muss meinen Urlaub nicht verplempern. Jo. Wir wollten ja, dass ich im Urlaub zur Weiterbildung komme. Mein Arbeitgeber. Problem ist, normalerweise dürfen sie es nicht. Krieg aber auch den. Oh, Elefantenrennen. Krieg aber auch den Dings nicht. Den Urlaubstag ersetzt dann in dem Moment. Das heißt, ich hätte 1,5 bis 2 Stunden im Urlaub auf Arbeit verbracht. Ich hab's gehört, Mann. Okay. Ein Fahrgeräusch. Okay. Auf alle Fälle fällt der ganze Scheiß Gott sei Dank aus. Ich bin nicht böse drüber. Und Blitz! Peace! Ich hab noch nie mal freundlich gelächelt, ey. Das sind noch gutes deine. 380 Euro. 10 km/h zu schnell. Wie viel? 10 km/h war ich zu schnell. Ja, wie viel hast du bezahlt? 380. Ich bin nur 200 bezahlt, oder? Nachgucken. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Bisschen abbiegen, ne? Ja. Nimm die Ausfahrt rechts. Und dann die Ausfahrt. Boah, jetzt hör ich Karl dreimal. Demnächst links abbiegen. Dreimal, bei mir nicht. Zweimal. Ich habe im Übrigen eine Frau und kein. Ja, Entschuldigung, dann zweimal und noch versetzt. Das ist ja noch doppelt so schlimm. Ja, für Frauen ist es doppelt eingesortet, damit sie auch wissen, dass sie wirklich abbiegen. Wo da hinten? Da vorne. Da vorne. Da. Nee. Jetzt pass mal auf, ich komme auf Sachsen, ich dorf dort. Ja, das da hinten war ja mit auf dem Osten gemünzt. Ruhe auf die billigen Plätze, das ist. Ja, 96 Freunde, ey.
Ja, Pflegeheime kriegen jetzt übrigens die Mundmasken sonst Geld vom Vorderstaat, ne? Mhm. Zumindest in Sachsen. 700 Euro! Ja. 20 zu viel, seid ihr... Was? Die haben nur 680, aha. 740? Ach, so Schande. Los. Warum müssen wir so viel? Du hast so wenig. Frechheit. Über 700 Euro, ey. Das geht gar nicht, ey. Ich geh streiken. Ja, ich mach die Grenze zu hier. Ja, weil wir schneller, zu schnell waren. Noch schneller. Also ich schon. Nein. Deswegen hast du auch so einen hohen Betrag. Ja, weil ich immer langsam fahr. Wird echt mal rausmachen. Wo kann ich... Ah, oh Mann, ich hab schon wieder die falsche... So, Ding! Wer ist wo angeeckt? Marvin! Nein. Bitte doch da, wo Marvin ist. Der hat, du hast das mit den 30 km/h, ne? Immer die falsche. Ja, am besten durchfahren, wo kein Punkt ist. Ja, wo... Ja, aber hab ich schon mal und dann... Das Ding gegen die Schranke nicht hoch, muss ich erstmal zurückkurbeln und dann. Ja, es geht ja nicht über, das ist ja eine ganze Witz an der Sache. Ja. Deswegen. Deswegen, bitte, da ja dieselbe Hunger. Hat Blacky kurz zugeschaut und direkt wieder raus. Blacky? Blapa? 76? Blacky LP? Der Uwe oder nicht? Hä? Pack mal Link bitte rein. Ja, ja, ich kenne zwei, Blackie. Ich dachte, du meinst hier Uwe, also Blabla. Hat er den Channel umbenannt? Blacky LP 88. Olein, gib mir meine. Deine, muss ich gleich mal gucken. Gib mir mein Pullover wieder. Danke. Können wir mal ganz kurz hier in der Tanke. Ne, ihr seid schon vorbei, ne? Alles gut, dann fahr ich rechts ran. Alles gut. Können wir mal ganz kurz was gucken? Kann ich ja machen. Alles gut. Mal gerade muss ich mal eben raus haben. Jetzt bin ich neugierig. Eine Chance, was zu trinken zu. Ja, das. Wenn ihr einmal nochmal aufs Klöchen müsst. Hä? Ach, der spielt dieses. Phobia. Okay, warum bist du halt direkt wieder raus? War mal hier? Nee, das sagt mir gar nichts. Was? Meinst du? Ja, hier der, Ja. Muss die Stimme mal hören. Okay, die
Stimme sagt mir aber doch was. Aber der Typ in der Cam. Die Stimme kommt mir bekannt vor, aber der Typ in der Cam überhaupt nicht. Kann man dir irgendwann weiterhelfen? Hier doch. Nein. Nein. Eben, das ist es, Slicer. Black Panther heißt jetzt so. So heißt Black Panther jetzt. Ja, also wie gesagt, die Stimme kommt mir bekannt vor, aber Black Panther ist ja mein Mod bei mir. Aber der heißt jetzt Plapa. Das ist der Uwe. So. Ich bin auf dem Weg. Okay. Aber ich kann mir sowas nicht geben, wenn man so ein Spiel falsch spielt. Falsch spielen? Ich hab das. Ich wusste jetzt nicht, wo du stehst. Wo du bist. Ja, Entschuldigung, ich war jetzt am Chat am Lesen. Entschuldigung. Ja. Ich kenne das Spiel ja nicht, ich hab's nicht. Ich war aber überlegen, ob ich mir es holen soll, aber. Welches? Ja, dieses Plasmophobia da. Geil. Moment, wenn man mit. Oh Gott, ich lese und fahren. Wenn man mit Ingame Voice spielt. Moment. Hat man begrenzt. Ja, das kennt ich. Also, wie das funktioniert, weiß ich schon. Hab's ja jetzt einige Streams schon gesehen. Beim hier bei Speedy und Mavi. Was? Oder wenn Pandoria das. Oder bei Gronkh und bei Aloka Negra. Ich habe wie gesagt, einige Streams damit schon gesehen. Wie gesagt, das mit dem In-Game. Also, weiß ich schon, dass das eine gewisse Reichweite nur hat. Und wenn jemand draußen aus dem Haus und einer drinnen geht nur noch Funk, ja. Und wenn der Geist jagt, geht der Funk auch nicht mehr. Das heißt, der im Haus hört keinen mehr, ja. Wenn man das aber dann mit Discord spielt, ja, stimmt. Ach so, meinst du das? Ja, okay. Da gibt's dir absolut recht. Das stimmt. Weil dann brauchen wir auch das Funkgerät nicht. Wobei ich auch bei Discord liebe. Ja, aber nicht bei so einem Spiel, wo Discord die Atmosphäre stört. Weil, wenn du. Das ist ja eben das. Im Real Life hast du ja auch kein Discord dabei. Ja, klar. Ja, normal nicht. Gehen wir mal, blättern wir zu Zeiten zurück, wo es noch keine Discord und alles gab. Das hat ist ja super. Auch, aber es gab ja schon Walkie-Talkies. Lass du mich reinleinest oder soll ich. Darfst du rüber? Platz genug? Ja. Oh, ich muss. So, machen wir mal hier Elefantenrennen. Drei Mann gegen zwei. Oh, verengt sogar. Okay. Ja, ich spiele es nicht verkehrt. Volle. Wie gesagt, ich kann zum wie sich das richtig anfühlt, wenn man selber. Also, da kann. Also, ich sag mal so, da erschreckend. Faktor sehr hoch. Wie lässt du mich rüber? Bitte! Wo wir abgehen oder was? Da musst du dir noch Gas geben, ja, hallo? Ich kann nicht, ich fahr schon 90! Mehr geht nicht! Ja. Hallo, ich muss. Hallo! Ich war doch weg, oder? Hast du nicht was neben mir?
dass du bei mir im Spiegel warst und noch Kilometer weit weg. Ja, echt klar, ja. Deswegen dachte ich, komm, ich kann jetzt rüber. Guck mal, bei mir, du bist bei mir ja, 70 Meter weg. Rübergezogen bin ich. Kann ich? Keine Ahnung, ich gar nicht. Ja, das siehst du doch. Echt? Oh. Habe ich genug Abstand? Ja, nein. Ach, das halt ein Spiegel war. Bang macht den ganz weit, dass ich hätte rüber gekonnt. Also ja, konnte ich. Ich bin einiger noch halb, noch nicht mal halb bei mir vorbei. Hm. Aber ein Tab steht auch 70 Meter. Ja, jetzt? Aber eben nicht. Nee, zum Speedy. Zu dir sind sogar 130. Ja, weil ich mich, weil ich Moment überholt habe gerade. Ich habe die Chance da Kunst genutzt. Und wäre der gleiche Blödsinn, als wenn ich Among Us, ja, Among Us ist gar nicht meins, spiele und die ganze Zeit, ja, ja, und am besten noch die ganze Zeit noch die Streams von den anderen gucke, um ja zu sehen, wer wen umgebracht hat. Ja, ja, ich verstehe ja dein Problem, also deine, was du meinst, so, ich hab Problem. Gebe ich dir absolut recht. Das macht dann keinen Sinn. Aber Mox, finde ich wiederum schön. Nee, es ist gerade. Nee, dann schon eher dieses Phasmophobia. Ja. Obwohl es ja immer irgendwie auch immer das gleiche zu sein scheint, oder? Nee. Phasmophobia rot, oder ich halte an, ich halte an, ich halte an, ich halte an. Rot. Ne, also wenn schon Regeln ein bisschen. Ja, bei mir ist das zum Beispiel so, ja, ist auch nicht böse gemeint, nur da wäre ich zu ungeduldig. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht spoiler. Wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der, Aber es hackt. Wir müssen hier abbiegen. Bidi, ist, Mavi? ist da wo, das war die Rache vorhin gerade, ne? Ich glaube, es hackt. Na, warte. Du willst es nicht anders. Jetzt fahre ich auch. Ich habe eine Arbeitsagentur entdeckt. Bremst du jetzt oder nicht? Nee, bremst nicht. Warte. Ja, ich passe mich schon halb auf der Bremse. Ich passe mich ja der Mehrheit hier an. Mehrheit? Ja, ihr seid ja diejenigen, die drüber fahren. Ja, dürfen wir ja auch. Wenn keiner da ist. So, ja. Bleib auch stehen, wenn keiner da ist. Ja, weil du brav bist und du hältst dich an die Verkehrsregeln, ja, STVOZ. Ich fahre so. Ich hab ein bisschen mich dran zuhalten. Okay, mit dem Geschwindigkeitsblitzlicht, die sehe ich manchmal aber nicht. Ich nicht! Ich mir scheißegal. Aber rot sieht man ja. Nee. Ich bin farbenblind. Naja, seit dem Spiel, ne? Mhm. Nee, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Last of Us oder Bioshock. Dass ich auswendig kenne das Spiel. Dann gehe ich auch raus aus dem einfachen Grund. Erstmal, wenn sich ja manchmal welche wirklich dann in dem Moment blöd anstellen. Oder halt, wo ich aufpassen muss, dass ich nicht zu sehr spoiler. Wie ich, weil ich nicht schießen kann. Das ist mir schwer. Nee, ich sitze mal einfach dann zugucken, das versuche ich ja dann, aber es geht dann nach ein paar Minuten und dann kommt dann so, wenn du ein Spiel auswendig kennst, dann, ah oh Mensch! Stopp, zurück, da war noch was, weißt du? So dieses. Mhm. Oh, und dann krallen es ja schon die dann fällt es mir schwer, ne? Mich dann da zurückzuhalten. Ja, ich will morgen dann das Spiel noch machen, das wurde als kleiner Mensch dort oder sowas auch. Keine Ahnung, auf der Welt kommst hier mit den ganzen Blättern. Ich komme jetzt gerade auf den. Blätter? Ja, Marvin hat es schon längst gespielt gehabt. Was? Marvin! Ist ja, es irgendwas mit Underground? Ground? Ach, das mit den kleinen. Ach so, mit der. Ja, das wollten wir doch mal. Haben wir doch mal wieder gespielt. Das ist schwer. Da muss ich schon mit mehreren sein. Und selbst dann ist es schwer. Keine Ahnung, ob der Multiplayer funktioniert, weil ich hab's über Xbox. Ja, und haben wir Gamebox. Ja, schon zusammen. Ja, wir haben doch schon Marvi und Blacky, also Blapa. Uwe? Ja, wir habt das alle bestimmt bei Steam, ne? Ne, ich hatte es auf der Xbox, aber wahrscheinlich kann ich jetzt auch nicht mehr spielen, weil ich keinen Game Pass mehr habe. Ich hab's über die Xbox gespielt, also über diesen Companion. Ja, ja.
Und da hatten wir ja Probleme, dann haben wir den Blackie nicht richtig gehört, weil das mit seinem Discord nicht funktioniert hat. Ja, wunderbar, da bin ich wenigstens froh, probiert. Da bin ich froh, dass wenigstens ich nicht der Einzige, der das Problem hat. Ja, wie gesagt, Windows 10 ist die Seuche. Nee, Corona ist die Seuche. Ja gut, aber Windows 10 ist die Seuche davor. Dann mit zwei Seuchen. naja, ein Follower hat er. Oh, der Arme. Aber wegen einem Spiel direkt ein Follower? Das war krass, Slicer. Naja, musst du entscheiden. Ja, ich, aber mir sagte der Typ die Stimme, aber. Weil ich kenne auch einen anderen Blackie von der PlayStation, aber der ist einfach. Oh Gott. Aber da war nichts mit 88. Ohne Gnade. Slicer, das ist radikal. Wie ist der Typ nochmal, der damals bei Donner Lippchen? Der Verstrecker? Was der Vollstrecke? Sag mal, was guckst du denn an, ey? Ja, kennst du die Sendung nicht? Du kennst doch Jürgen von der Lippe. Flüchtig. Jürgen von der Lippe kennst du doch. Ja, den Nippe durch den Laschetzen. So. Nein, das ist Mike Krüger. Blumenmann war das. Okay, dann kenne ich ihn nicht. Du musst nur den Nippe durch die Lasche ziehen und wenn dann gleich da oben. Nee, und. Ja, ja. Und wir fallen ganz da oben, drehen. Nee. Schanze von der Pfeil und dann drücken sie einen drauf und schon ist die Flasche auf oder so ähnlich. Egal. Was? Die Flasche apropos, ich muss trinken. Ja, ich weiß den Text nicht mehr genau. Das ist Mike Krüger. Ne, Jürgen von der Lippe ist auch noch ein Toast. Ne, das ist der grüne Blattschuss. Blumenmann. Ja, Jürgen von der Lippe hat doch hier was liest du und was hat der hatte welche? Ja, der macht so ein Bühnenprogramm. Ganz bekannt. Und Donner Lippchen hat er früher gemacht, so eine Sendung. Und dann haben wir so Partnerspiele. Und dann kam dann immer jemand, wenn das Paar verloren hat, kam der Vollstrecker. Das war so ein ganz großer Typ, der hatte mit so einen Frack angehabt und einen Zylinder und dann hat er die Unterlippe eingezogen. Und dann guckte er ganz böse, so ein ganz großer, sehr dünner Mensch. Ja. Und also sehr hager wirken und dann. Ja, die Wangen so eingefallen und dann guckt er noch so böse. Ne? Hallo, mein Name ist Billy. Das ist nicht witzig. Aber und auf jeden Fall haben sie den halt den Verstrecker immer gehabt. Oh, was kommt denn hier? Und das daran muss ich gerade denken. Oh, sind da drüben los. Was? Kolonne. Pass auf, nicht ganz hier, was sie geladen haben, oder? Schon wieder Werbung. Vor allem, wenn sie stur bleiben. Ich bin auch schon wieder, ich wollte schon fast abfahren. Warum habe ich denn dauernd Werbung? Ich verstehe das. Werbung? Ich kann nicht. Ja, das kommt. Das heißt doch. Wie oft ist jetzt Werbung? Bestimmt 4-5 Mal jetzt gewesen. Von deinem Bots oder was? Nein, von. Hier, diese, wenn du Twitch den Channel wechselst, so, dann hast du immer Werbung davor. Ach so, ja. So, und die kommt, die schaltet Twitch alleine. Ich hab das nicht aktiviert. Weil du berühmt bist. Ja, klar. Bin so berühmt, dass die Follower schon ein paar Follower wechseln. Ist klar. Mhm. Was soll ich denn sagen bei YouTube? Ich hänge zurzeit bei 31,81 rum. Es geht jetzt nicht um die Follower-Anzahl, es geht einfach darum, dass sie das Twitch einfach Werbung schaltet. Ja, das weil es ist ja eigentlich für uns das Streamer kostenlos quasi. Ja gut. Wir müssen ja irgendwo aber, verdienen. Aber was, wie oft der jetzt schon schreibt, schon wieder Werbung, dann Oh Grenz, ich bremse schon mal ab. Ich kann es verstehen, wenn man in den Stream reinkommt. Weißt du, dann sollen die lieber 2-3 Minuten am Anfang machen, aber nicht immer zwischendrin, weißt du? Stell mal vor, ich will jetzt irgendwas Wichtiges sagen und dann hört derjenige die Hälfte nicht, weil die Kack-Werbung kommt. So. Ist ja alle 5 Minuten Werbung, ja. Das ist schon ein bisschen übertrieben.
Wenn das mal bei mir so wäre. Kann ich rüber? Ich weiß nicht, ob du das kannst. Kannst du ja mal probieren. So. Bitte rechts halten. Kann ich nicht. Geht nicht. Aber jetzt muss ich rechts rüber. So, ist auch zwei Spuren. Ich kann das auch nicht einschätzen. Aber da vorne. Das ist die nächste Spur. Weglager. Ja, das ist schwierig manchmal zu sehen. Aber ich war mir sicher vorhin bei Mario, dass ich noch genug Platz hatte. Nee, hattest du aber nicht. Aber Mario? Ja. Ich nehme das bitte ja auch. Ihr könnt euch, ich werde euch die Minute aufschreiben, wo das zu sehen ist. Ach, alles gut. Ich bin mal. Na egal. Es ist relativ schwierig. Ich weiß nicht, wie weit du weg bist von mir. 35 Meter. Ich bin jetzt, ja. Ja, du mich auch. Ach, hab ich den Funk? Schreien ist nicht so schlimm. Nein, ach doch, ich hab den Funk auch noch an. Wir neu gestartet. »92, juhu! Ab geht's in den Tunnel. 97. »97, okay. Okay, jetzt wieder. Also 90. 87. Ja, sieht auch ein bisschen enger aus da hinten. Ja, gut, ich bin ja gerade vom Gas gegangen. Also 32 Meter, das passt schon so. Also. Wenn ich jetzt ein Leck hab, dann bist du kaputt, nicht ich. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Übrigens, ich muss ihn abbiegen, ne? Fahrt rechts. Oh, das klingt so schön synchron. Ach Gott, wie klein ist denn dein Blinklicht? Das siehst du ja kaum. Was, vom Anhänger? Ja. Keine Ahnung. Das ist so ein kleiner Punkt nur. Mehr kaum, ey. Er braucht doch nicht 20.000 Mal. Wer schaltet denn dafür verrückt? Das ist Marvin. Nein. Komm. Okay, Marvin ist nicht, ich bin's wieder. So, rechts rum. Was habe ich falsch gemacht, Linus? Was? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was ist denn? Ich bin aus dem Kreisverkehr raus, ohne zu blinken. Ja. Ja, ich sehe das nicht bei dir! Marvin, du musst nicht blinken. Da muss man wirklich sehr genau hingucken, bis man deine kleinen Blinklichter sieht, ey. Schön. Robin, du hast ja den Blinker noch an, ne? Ist links ab. Ja, ich muss ja hier rum. Wie geht nach links ab? Moment, ich lese gleich das Leiser. Du musst ja erstmal um die Kurve. Und dann Kurve abbiegen und dann kannst du lesen, der macht bumm. Das ist so ein Vorleseding wäre nicht verkehrt. Immer geradeaus. Ja, aber die ganze Zeit so eine Roboterstimme, nee. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, es gibt's schon, aber gibt's Bots, gibt's Widgets für, so wie diese Avatare, die da unten rumlaufen, weißt du? Ja. So, und wenn jemand reinkommt in den Channel, dann oh, guck mal, grün. Was war denn perfekt? Schön, gefallen. Dass du grün hattest. Ich hab rot gehabt. Ja. Bin wieder 360 losgeworden. Die Ampel hat gesagt, ach, das ist die Frau, die sonst immer an der roten Ampel stehen bleibt. Dann werde ich doch mal grün. Natürlich. Freiwillig. Aber irgendwie fährt mein LKW nicht nur 60. Werbung. Aber wie gesagt, alle 5 bis 7 Minuten, ja.
Definitiv. Alle 30 Minuten in der Anhänger ist rum. Okay, oder jede Stunde. Ja, alle halbe Stunde, wie das geht noch. Ja. Ach, bumm, macht's auch ohne Chat lesen. Haha. Ja, stimmt, wenn Frauen vorne. Oder vorne. Ich meine, wenn Männer fahren wie ich, ist das normal. Wobei ich heute ein Klampf noch keinen einzigen Unfall hatte. Was warst du denn, Linus, die Lauch? Auf Uber. Was? Oh. Die Verbindung ist gerade zu schlecht. Ja, ja. Du hast so ein Piepen, ne? Ist klar. Jetzt höre ich dich wieder. Ah, okay. Da ist ein Schild, das fand ich schon immer hässlich. Das ist jetzt weg. War Absicht. Das Schild hat schon immer gestört. Rechts abbiegen oder was meinst du, Navigation? Der stottert ist, warum hab ich einen Aufliegerschaden, hä? Ja, wahrscheinlich, weil du mit das Schild mitgenommen hast. Ja, aber ich bin doch schon 3 Kilometer vom Schild weg und dann kommt erst der Aufliegerschaden. So, ja, nee, wunderbar, jetzt fahren wir Schiff. Biege nach rechts ab. Biege nach rechts ab. Man nennt das auch Fähre. Schiffen. Wir verschiffen die Fracht. Wo müssen wir eigentlich hin? Ja, so viel Auswahl hast du nicht. Wenn du nur eine Auswahl hast, dann erleichtert sich die Sache. Aber jetzt musst du vorfahren, ich habe keine Ahnung, wo du hin musst. Oha. Ach mal, Porto Vecchio. Hallo Maus, wo bist du? Mein Zielort. Also das heißt mit Fähre und dann bin ich eigentlich schon da. Ah, doch, geht noch. Ich hatte schon jetzt gedacht, dass es nicht mehr geht. Perfekt. Ich finde eine neue Route. Lass uns eine neue Route nehmen, ja. Fertig Betontreppe, 50.000. Ja, nicht? Oh. Warum bin ich behindert, ja? So. Uff. Das haben die ganz schön eng gebaut. Deswegen holt Marvin aus. Ach guck mal, da vorne ist ja schon ein rotes Fähnchen. Ist nicht mehr weit. Wir haben noch 400, also. Ja, dann logge ich ab und dann fahre ich den Rest mit euch. So. Juhu! Aber Navi, bist jetzt auch kaputt? Du redest nicht mehr. Vorhin hat mein Navi nur noch gestockt und jetzt redet es gar nicht mehr. Ja, perfekt. Mir schottet der Aussicht was zu sich. Ich höre immer so ab. Ja. Und Scheiß, wirklich. Bei mir war auch vorhin das Problem, aber jetzt redet mein Navigationssystem mit mir gar nicht mehr. Noch besser. Warten wir hier vorne. Ich geh nochmal tanken. So, ich bin jetzt schon. Bin jetzt schon da. 1,45, aber sonst habt ihr keinen anderen Schaden. Am Kreisverkehr links fahren. Ich? Achso, Entschuldigung, hab auch nicht dabei. Meinst du mich? Ja. Wir müssen aber dann doch sowieso rechts. Das heißt, nein. Ich kann hier vorne warten. Ja, warte, ich bin jetzt am Ziel. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. So, machen wir auf Eile. Jetzt wendet. Nimm diese. Jetzt wendet. Oh. Ausgezeichnet! Ja, ich bin 40.000.
Ey, das klingt wie ein Zahnbocher. Ich hab Zahnschmerzen. Ruhe. Warum bist du schon zum Zahnarzt geworden oder was? Aber wir müssen nicht mal hinten anpupfen. Ja, was macht denn hier? Ich? Marvin, saugst du noch nebenbei deine Wohnung oder was? Oh ja. Scheiße, hier kommt Leute. Wo ist so nicht geplant? Ja, wo bist du? Kreisverkehr. Ja, fahr links. Bist du das jetzt hier? Nee, eben nicht. Oh, toll, jetzt bin ich abgebogen. Scheiße. Ich dachte, jetzt. Ich warte hier vorne. Nee, komm da nicht mehr hin. Als ob ich dir gesagt habe, du sollst links fahren. Kommst du hier nicht mehr hin, mein Name? Jetzt schickt mich ja nach rechts weiter. Ja, fahr nach links, was ist daran so schwer? Da war eine Richtung. Du gibst aber schon die Fracht da unten ab, ne? Was? Jetzt in, Olibia. Also, wie viele Männer hast du denn noch? Ja, egal, aber ich hab gesagt, dass ich links fahren. Wo müsst ihr denn hin in Olibia? Was ist denn euer Zielort? Ich hätte, wollt ihr eigentlich hier vorne bleiben, weil normal ist mein Navigationssystem. Wie heißt die Firma denn? Cargo Trust oder? Ich komm zu euch und gut. Auch mal andersrum. Egal. Cargo Trust. Warum machst du immer dein eigenes? Ja, weil mein Navigationssystem sagt rechts und ich bin davon ausgegangen, dass wir rechts rumfahren. Das heißt, ich hätte nicht unbedingt hinterher fahren müssen. So. Das ist nicht so hören kann. Dann machst du dreimal links, dann fährst du trotzdem zu fahren. Du hörst mir auch nicht zu, ne? Ja, warum? Ich hab dir dreimal gesagt. Oh, Nambi, darf ich noch einmal bitte ganz kurz sagen? Mein Navigationssystem schickt mich hier rechts rum. So, ihr musstet links, Linus musste unten links abbiegen. Warum musst du jetzt da unten wieder weiter links fahren? Ich muss hier rechts rum. Ja, weil ich hinter Linus hergefahren bin, vielleicht. Ich hab gesagt, fahr links. Ja, ist gut, Junge, ich bin bescheuert. Nee, du bist aber nicht. Nee, mein Navigationssystem ist kaputt. Nein, das hab ich nicht. Doch. Ja, deswegen hätte ich ja rein theoretisch rumfahren können und dann wären wir hier vorne weitergefahren. Gut, egal. Fahr mal eben andersrum, mein Gott. Tut mir ja leid, dass ich nicht links abgebogen bin, ey. Ja, ist gut. Wenn du nach links, dann fahr ich auch links. Wenn du dann meinst, rechts falschen Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt.
Ja. Nö, ich. Nö, noch nicht. Ja, Schleißer. Jetzt haben wir uns alle wieder lieb. So. Links abbiegen und dann. Biege nach links ab. Echt kurvig hier, hui, hui, hui. Ach, das kommt das Speedy. Biege nach links ab. Demnächst links. Links abbiegen und dann links biegen. Biege nach links ab. Nehmen diese Ausfahrt. Halt mal hier. Okay. Ich will schnell einen stopfen. Mal langsam spielen. Ich will einen stopfen. BD? Hat ich gemutet. Oder voll gemutet. Echt jetzt? Was ist denn los? Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Das sieht schön aus mit der Sonne. Die Sonne kehrt an. Ich hab mir vor. Ich hatte auch ein paar Mal, in den letzten Touren hatte ich auch einige Mal Regen gehabt.
kam ich mir dann auch bloß vor, wenn ich jetzt mit dem Scheibe schon alle anderen so ohne. Ich hab auch gedacht, hä? Nimm diese Ausfahrt. Kopfhörer drückt man so auf den Ohren, ne? Den anderen wieder nehmen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt. Tipp rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Bitte rechts halten. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Da habe ich mich doch glatt zu rechts, zu weit rechts gehalten. Diese Ausfahrt. Erste Ausfahrt. Lang zu vorne hätte ich ja gerade ausfahren können. Ja. Ganz ehrlich gesagt, oh mein Gott. Am Kreisverkehr? Ja, das ist genau wie auf der Autobahn, wenn man sagt rechts abbiegen und dann fährst du geradeaus und dann fährst du wieder auf die Straße drauf, wo du runtergefahren bist. Deswegen biege ich ja schon gar nicht mehr ab. Weil ich schon sehe, dass es sowieso geradeaus geht. Und dann sagt er mal, neue Route nehme ich. Ja, ist auch voll der Umweg. Einfach nur geradeaus. Ich finde die Breiben schön. Sind alle meine Ampeln. Links halten, dann links abbiegen. Links halten und dann links abbiegen. Ja? Ja. Die fahren auch rot. Ja, ich kriege jetzt 360 Euro wegen euch. Ja, die grün. Ja, der zweite war grün und der andere war rot. 360 Euro. Weißt du, haben wir die zurück? Ja. Wo weißt du das Geld? Ich habe erstmal 180 Euro für die PlayStation bezahlt. 180 Euro für die Pro? Ne, 4. PlayStation 4, irgendeine Kanone, das ist groß. Ja, könnt ihr ich hatte erst eine für 125 gehabt. Ja, das hat dann die oder ja, das könnte die erste Version gewesen sein. Obwohl, ja, 140 hast du ja 100, was hast du bezahlt für die Pro? Gute für deine PlayStation? Jetzt 180 Euro. Ja, das sind aber zwei Spiele dabei. Das könnte die Slim sein. Sind zwei Spiele dabei, bei Controller, also. Ist quasi. Also 199 hatten sie mal bei Aldi, die. Ich habe ja die Pro davor, da ist die normale, die Pro, die Slim und dann die Pro. Könnte die Slim sein. Ich kann dir mal nach den Link schicken. Ja, ich mich ärgert's nur. Ich würde mir ja gerne die 5 holen. Ich nicht. Ich warte erst ganz erst ab, bis es ganz runtergeht mit den Preisen. Ja, erstmal, nee, das Problem ist einfach, es ist nicht so, wie ich es mir erdacht hatte. Und zwar hieß es ja erst, die ist nach unten kompatibel bis zur 2 oder so, weißt du? Ja. So, dann hieß es, nee, nur 3 und 4. Erste Ausfahrt nehmen. Dann hieß es, dann sagte mir Day, nee, sehr wahrscheinlich nur bis zur 4, nimm diese aber Ausfahrt. Auch nicht alle Spiele.
So, und wenn zum Beispiel, Marvel, wer ist denn jetzt hinter mir? Ja, ich bin jetzt gerade mit dem Weg hier am Suchen. Ich glaube, ich bin richtig. Ich hoffe es. Und auf jeden Fall, ja, wenn zum Beispiel The Last of Us nicht dabei ist, muss ich die 4 auch behalten, meine. Kann man das zu zweit spielen? Was, The Last of Us? Ja. Es gibt einen Multiplayer, aber den habe ich bei 1 noch nicht mal ausprobiert. Im Kreisverkehr? Das ist für mich The Last of Us. Also, The Last of Us ist für mich ein Singleplayer. Was ist das gleich für ein Spiel gewesen? Da wurde das Mädel irgendwie, Ja, ja, mit dem Zombie, mit dem wurde die ja gebissen wird. Ausfahrt. Und dann im ersten Teil ist sie ja immun und, Am Kreisverkehr, boah, zweite Ausfahrt. So ein geiles Spiel. Also, das ist, PlayStation. Du hast eine PlayStation 4, da ist für meinen Augen ein PlayStation, lassen, was ein Muss. Komm mal. Kreisverkehr, erste Ausfahrt also, nehmen. Klasse, du kriegst das schon günstig. Das war schon mal. War ja schon mal der erste Teil zumindest. War sogar bei PlayStation Plus umsonst. Immer geradeaus. Du kriegst das schon was. 20 Euro oder sogar. Ja, erstmal, ich sag mal, erstes Mal ankommen und dann zocke ich wieder 19. Das Spiel war dazu. Über 19. Warte. FIFA. Warum hab ich denn so einen Rechtsdrall, Leute? Ich denke weg und ich komme gar nicht von der Leitplanke manchmal weg. Irgendwie rechts. Keine Ahnung. Was, kann ich am Lenkrad liegen? Das weiß ich ja nicht. Manchmal ist das kipp ich überhaupt, komme ich überhaupt nicht ins Rechts und heute bin ich ein paar Mal umgekippt. Einmal ganz und ein paar Mal jetzt fast. Nimm die Ausfahrt Mittag rechts. Und gestern lief das einwandfrei. Müssen wir hier ab? Ja. Okay. Ja, ich sehe die rote ja nicht. Ja, ich sag mal, ich warte auch erstmal ab, bis alles da ist. Das Einzige, was wir vielleicht mal noch holen werden, ist nochmal so ein 360 Grad Leinkraut für 153 Euro, was bei Saturn gibt. Da guck ich mal, ob ich das irgendwo günstiger kriege. 153. Gott sei Dank. Ja, ich bin mit meinem. Aber das hat dieses nette. Das hat. Zufrieden. Wie viel? Ich bin mit dem Logitech sehr zufrieden. Ja, aber das ist mir zu teuer. Ja, aber. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ich habe ja auch dieses. Vorher auch dieses günstige. Nimm diese Ausfahrt. Ja auch hat er. Warum lief das? Funktioniert das bei dir nicht, oder was? Bremspedal ist im Arsch. Ja, und dann halt mit den Saugnäpfen und so. Und hier, das ist schön am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Schön griffig. Es ist diese 100, diese 30 Ausfahrt. Grad. Schon klasse. Ich möchte es nicht mehr missen. Wobei ich trotzdem das so angenehmer finde zum Teil. Zumindest bei den Game. Ah! Weil beim Lenkradfahren fängst du an. Ich kann nicht mehr mit Controller spielen, ne? Bei Lenkradfahren. Echt nicht? Nee, ich hab das mal ausprobiert. Am anderen PC, weißt du? Da lag ich also gut im Bett, wollte Eurotag spielen. Bin mit Controller. Nee. Ist gefallen? Ich bin keine 10 Meter gefahren. Das ging gar nicht. Ich kam überhaupt nicht mehr zurecht. Ich bin so am Lenkrad gewöhnt. Nee. Ich bin hinter euch. Nee. Ich schon, Controller käme ich. Selbst damit, wo ich vorher die ganze Zeit mitgefahren bin. Ich bin so an Lenkrad gewöhnt. Ja, sagen wir mal Fernbus oder was kann man denn machen mit Lenkrad? Das ist auch geil. Also was ich mit Controller spiele, ist, also habe ich auf der Xbox Forza. Aber sonst. Naja. Farming Simulator spiele ich auch an der PlayStation mit Lenkrad. Wenn ich jetzt mal spiele. Ja, da gab's ja mal umsonst. Echt? Ja.
Ich gebe Geld aus. 5 Euro. Habe ich ausgegeben. Na gut, für Erweiterung. Die würde, glaube ich, was kosten. Aber sonst. Das Hauptspiel ist umsonst gewesen. Ohne Abkürzung. Weiß nicht, ob sie die rausgenommen haben. Teilweise konntest du Feldwege fahren, die gesperrt waren, und konntest aber trotzdem durch. Bring den Feldweg raus, ne? Wo ist denn euer Ziel? Habt ihr die gleiche, gleich wo ihr hin müsst? Also ich hab noch 46 Firma. Kilometer. Ja, dem geht nicht hin, Gott. Also gleich noch raus. Ab Januar habe ich dann neues Unter. Alles gut. Ja, gestern, also bei das Internet, musste ich ernsthaft nochmal einmal den Router neu starten. Danach war es wieder super, aber na gut, so kleinere Probleme hast du überall. Die Interbay bei uns, die Klaus war so jetzt an. Der PHP. Was sonst? Rücken, ja, mein Ohr erst. Frag mal mein Ohr. Sprich mal langsam die Massage. Mein rechtes Ohr, die Kopfhörer, die ich hab, die drücken so ein bisschen. Ich muss mal die anderen okay. Wieder nehmen. Okay. Ja. Ich habe jetzt welche, die ich in die Boxen reingesteckt hatte. Ich werde wieder die. Nimm diese Ausfahrt. Lieber die Beringer wieder aussetzen, die sind besser. Sind auch mit so einem Sammpolster. Ja, aber da geht immer dieser, weil das mit diesen 280 Ohm und erstmal ein Mittelstück, damit der Sound lauter ist. Keine Ahnung. Und Fio, so heißt das. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Und das geht immer, ist mit USB am Rechner dran abbiegen. Und das geht immer ab. Und deswegen habe ich die jetzt erstmal genommen. Aber die drücken. Ist im Kaufpreis sind 2 Spiele zur PlayStation 4 und dann noch ein USB 5 Punkt, also 5 Slots 6. Der Mensch braucht. Ja, ich habe bei mir auch 2, also ein, was auch, ich hatte dieses, wie heißt das, also richtig, wo man vorne mit Bild drauf, von Call of Duty, World War 2, auf Disc, und dann, noch dieses mit dem YouTuber da. Welchen meinst du, Frengefrotzet? Ja? Frengefrotzet? Kennst du den? YouTuber? Nein, das Spiel, das YouTuber heißt. Ach so. Das ist der eine YouTuber, ich dachte, man sie frotzelt, ist ja sehr bekannt. Nach rechts ab. Mensch nein, gewesen. Nein. Der auch leider nicht war doch. Am Kreisverkehr Mi YouTuber oder so ähnlich wie das Ding da. Ah, YouTube, glaube ich. Diese ja, ich weiß, was du meinst, ich habe das Spiel auch. Aber. Rechts. Was? Hab ich dich berührt? Nee, aber hinten wird angeschubst. Vorbei. Ach, Dick. Entschuldigung. Ich hab das gar nicht gemerkt. Oh. Ist ja wieder hier. ihr müsst hier rein. Cargo-Trass.
Ich habe das echt nicht gemerkt, ne? Hey Löwen! Warum traurige Gesichter? Was los? Was los? Ein Kratzer ist ja geil. Mal da hinten. So kann man da vorne nicht auch rum? Ja, klar. Na komm. Terroranschlag in meinem Lande. Oh, fuck, Digga. Warum sagst du mir keiner, dass ich die ganze Zeit fahre? Fährst. Das ist ja mal egal. Alle versetzt. Ja, ich versuche ja. Warte mal, ich muss 2 drücken, damit ich die Ansicht besser sehe. Warte mal. Und was heißt denn dein Lande? Wo kommst du denn her? Aus Wien? Echt in Wien gibt's, ne? Oh, Slicer? Was, Slicer ist ja auch Österreicher. Warum hast du... Hab gerade gesehen, Kunden Exiles gibt's nur für 9 Euro. Hast du gehört, Speedy? Hm? Und Mavi? 9 Euro, Kunden Exiles. Was ist das denn? Ist sowas wie... Ja, so arg-mäßig, weißt du, so... Du tust dann auch deine Materialien sammeln, Kleidung herstellen und Tiere kann man auch tamen. Kann man Tiere tamen? Ist das möglich? Weiß ich jetzt nur gerade nicht mehr. Bei Steam oder was? Ich gehe mal von aus. Jo, war es aber nicht aus Wien. Ein Glück auch nicht. Bin froh, in der Pampa zu sein. Mich wundert's, dass die sich in Wien nicht jeden Tag wegballern. Ich bin noch nie in Wien. Ich auch nicht. Wie nennt sich das Spiel? Schreibt man das bei jemandem? Conan, also C-O-N-A-N und dann Exiles. Also wie das Exil. 39 Euro. Das ist doch fast für 9 Euro. Wo hast du denn die 9 Euro gesehen? Also 9 Euro kriege ich irgendein Erweiterungspack. Ja, wahrscheinlich meint er das. Nein. Warum hat er das beendet? Oder? Bei Steam kostet es 39. Wo hast du die 9 Euro gesehen? Ah, ja, okay. Bei Steam kauft man nicht. Er hat einen Link reingepostet bei mir im Stream. Alles gut, ich hab's gerade gefunden. Irgendwie vor Steam. Preisvergleich. Mit allen Add-ons würde mich das Spiel, ganze Spiel 141 Euro. Bei Steam. Allen DLC. Alle. Er schreibt ja, bei Steam kauft man nicht. Naja, jein. Also gewisse Spiele, die ich vermute, die nicht laufen oder nicht wirklich mir gefallen, kaufe ich definitiv bei Steam, weil ich ja die Möglichkeit habe, die dann zurückzugeben. Ja. Aber Exiles, guck mal hier, Slicer hat einen Server. Ja, ich mache mir erstmal das Ding auf der Wunschliste, ich guck mal dann später. Und, ich will jetzt hier keine Fremdwerbung machen. Bis zu 10 Leute, man kann auch spielen, wenn er nicht da ist. Also, der Host ist nicht zwingend notwendig. Und, ja, ich habe bei Farming Simulator und Linsen auch einen Server. Hübsche Haarfarbe. Ja, danke. Muss ich. Mittlerweile, so habe ich die ja von, also dunkelbraun, schwarz habe ich, mein Vater ist schwarzhaarig und so weiter. Und deswegen von der Natur aus habe ich die ja. Ich komme gleich wieder. Aber das ist getönt, weil ich sonst im, ne, das Alter graue Haare
mittlerweile kriege, aber so habe ich die früher in der Tour gehabt. Jetzt muss ich töten. Ja, weißt du? Farmen Sim Bar, könnte das Wort. Können wir das Wort bannen? Steht hier, Fech. Dankeschön. Dankeschön. Wie geht's dir aber sonst, außer dass du da mit so traurigen Gesichtern aufgrund der Katastrophe jetzt weiß ich auch, warum ich denke, so zahle nur traurig Smileychen, was ist denn los, was irgendwas statt jetzt, dass es dir nicht gut geht oder irgendwas Schlimmes in der Familie passiert. Aber zur Familie, es geht dir aber gut und deiner Familie geht's auch alles gut, ich hoffe es. Wie groß ist denn das Lila? Geht so lala, Familie, ein Glück, alles gut. Hab mein Hobby heute abgeben müssen wegen Winterpause. Hobby? Winterpause? Also irgendwie was mit Wasser? Ja. Was ist denn dein Hobby? Mein Hobby? Nein, das Hobby von Löwen. Bin ich neugierig, weil sie schreibt Hobby abgeben müssen wegen Winterpause. Dann scheint irgendwas mit, ich tippe auf Schwimmen. Irgendwas mit Wasser. Oder? Ja, die Schwimmer haben wir auch alle zu, das ist richtig. Hobby hat zwei Räder. Hat zwei Räder, alias bekannt von vielen Knieschleifen und so, was ich nicht kann. Knieschleifen? Zwei Räder? Fahrradfahren. Weiß. Motorradfahren. Ja. Das hat das schon mal erwähnt, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, Entschuldigung, ich bin alt. War gestern schon mal. Was denn, du bist ja so 50. Bitte? Nix. Sieht aber jünger aus. Los jetzt, alle. Ja. Ja, das habe ich ja schon mal gesagt gehabt, ja. Das ist recht. Motorrad, stimmt. Das ist jetzt... Dämmert's wieder. Jetzt rattert's wieder im Kopf. Das stimmt, da war ja was. Ja, meine Hobby haben es ja auch momentan gestrichen. Ich habe mein Hobby hier, und das habe ich in letzter Zeit ziemlich vernachlässigt, dass Finja und Kreisler schon geschrieben haben, wie man hört ja gar nichts mehr von dir, erlebst du noch? Finja schrieb schon, streamst du gar nicht mehr, und wegen Freund oder mittlerweile Ex-Freund habe ich das so ein bisschen vernachlässigt. Und er macht mir dann noch Vorwürfe. Ist das Streamen oder ist das Zocken dir wichtiger? Ja, nee, ist klar. Das sag ich dazu nicht. Also ich habe auf einer Arbeit eine Arbeitskollegin, hat man schon mal letztens gesagt, machen wir uns einen Lounge mal auf. Pflegeheim, wo wir rein müssten. Ein Basszimmer? Lounge-Zimmer. Okay. Wenn wir rein müssten. Natürlich Sachen. Beschäftigung? Nee, danke. Zicht ab. Ich spiel PC. Ich bin live. Nee, wie gesagt. Ich. Na, gehöre ja leider zu diesen Risikogruppen. Deswegen gehe ich auch wirklich nur raus, wenn ich muss. Sprich, von hier. Die Arbeit ist Gott sei Dank
4 Minuten zu Fuß entfernt. Alter, echt 4 Minuten? Ja. Ey, hast du's gut. Wenn ich gemütlich gehe, 4 Minuten. Du gehst wahrscheinlich nicht gemütlich, nehme ich mal gerade an. Doch, kommt drauf an. Morgens ja, weil ich dann auch müde bin. Und wie gesagt, ich gehe von hier zur Arbeit nach Hause. Und wenn ich dann, oder manchmal gehe ich von hier zur Arbeit, was einkaufen, dann direkt wieder nach Hause. So, das sind so meine Wege. Sonst bin ich meistens halt jetzt, gerade jetzt momentan, wo dieser Inzidenzwert da ja, 50. So wieder so hoch ist. Bei uns im Kreis ist er bei nicht 168,2. Wenn er nicht schon wieder höher ist. Ich kenne das gut. Man hat eine Phase, da gefällt es einem mit dem Gamen und dann gibt es eine Phase, wo man auf nichts Bock hat, aber oder nur Glotze oder woanders. Morin? Ja, ja. Das hatte ich auch zwischendurch. Natürlich, klar habe ich auch, war jetzt nicht nur wegen meinem mittlerweile, wie gesagt, Ex-Freund, dass ich auch so nicht gespielt habe, also weder gestreamt noch gezockt habe. Aber ich habe natürlich auch ihm zuliebe. Ich war auch halt viel mit ihm draußen gewesen. Und bei ihm zu Hause oder in dem Lokal, wo ich ihn kennengelernt habe. Ja, man kann eigentlich halten. Kneipe, man kann ja, wo es also noch offen hat, so eine kleine Kneipe war das. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Kneipengänger. Ich trinke auch wenig Alkohol eigentlich. Ich habe doch meistens mit meiner Cola getrunken, ab und zu auch mal. Ist Leines, alle und verlassen wir? Mich. Ich bin auch gekillt worden. Und auf jeden Fall, aber ich habe wieder ihm zuliebe, dass das zurückgeschraubt, ne? Und dann kriege ich noch den Vorwurf, weil ich einen Tag mal wieder zocken wollte und er wollte dann vorbeikommen. Ich so, nee, da bin ich ganz gern so für mich, ne? Und da war er dann sauer und hat dann ein Riesentheater da im Laden und dass alle Leute es mitgekriegt haben, das sind so Sachen, die müssen jetzt sein und ja. Wie gesagt, hab dann hinterher Pro und Contra alles gemacht in meinem Kopf so, ne? Und dann letztendlich war es nur noch ein Krampf. Er war so einnehmend, zu fordernd. Wenn er was hat, dann muss sofort darauf reagiert werden. Ihm geht's schlecht, er hat dies, er hat das. Ich immer vorher höre ich nur von ihm, ich kann dies nicht, ich kann nicht schlafen, ich hab das. Kann auch nicht schlafen. Nee, deswegen, das war nach 10 Jahren die erste Beziehung wieder. Und, naja. It happens. Irgendwann kommt vielleicht mal jemand, der besser passt. Ich meine, natürlich gab es auch schöne Momente, das will ich ja gar nicht. Ja, okay. Bii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 i
textet mich, egal wo, textet mich überall zu und dann textet er meine eine Freundin von mir zu. Und das sind also Sachen. Was hätte er einfach mal gesagt, nee, okay, komm, die muss. Ich lasse lass sie jetzt einfach mal eine Weile in Ruhe. Nein. Oh, weiß gar nicht, wie sehr ich dich vermisse. Ich kann nicht schlafen. Mir geht's ja so schlecht. Ich gehe kaputt. Die ganze Zeit. Nee, ganz ehrlich, ich bin echt froh. Ne? Klar, das ist schade. Aber besser so. Und das euch jetzt so zu machen. Das ist das Endschlusswort. Wie gesagt, mir geht's gut. Mir geht's gut. Hundertprozentig nicht, aber es geht mir, oder sagen wir es mal so, es geht mir besser. Ja, eben. Da gehe ich ganz genau, weil das hat mich dann hinterher so. Ich habe genug Scheiß durch und weißt du, dann. Das weiß ja alles auch und dann statt mich mir mal zu. Ne? Mir auch noch schlechtes Gewissen machen. Was mich dann auch noch mit in den Schlaf verfolgt. Also dann, nach dem Motto, das kam mir so echt dann so vor, so ich kann nicht schlafen, dann lasse ich dich auch nicht schlafen. Nee, wie gesagt. Schade, aber ist das so. Problem ist, er kriegt noch ein paar Sachen von mir, weil die er noch hier hängen hat, aber eine Freundin von mir hat schon gesagt, ich bringe ihm die. Da will ich ihn erstmal möchte ich aus dem Weg gehen, weil ich genau weiß, dann geht das Öle wieder los. Nee. Alles gut. Wird alles gut, dass ich keine Frau habe. Ja. Moment, wie gesagt, genieße ich erstmal wieder mein Single-Dasein. Ich konzentriere mich auf mein Leben jetzt. Ich gucke, dass ich mache mir so viel mehr Sorgen um meine Mutter. Aber der geht soweit gut. Und ja, ich muss erstmal auch ganz dringend meine Mammografie mal nachholen. Achso, Moment, ich hab den Slice aber übersehen, kann das sein? Wie du weißt, gibt's das beides selten leider. Entschuldigung, Slice, hatte ich mich so. Was meinst du? Gibt das bei beiden Seiten leider. Moment. Weißt du, gibt's das bei beiden Seiten leider? Verlesen, Entschuldigung. Da gehst du Kopf hoch, Prinzen kommen nicht auf dem Pferd, sondern auf dem Motorrad. Ja, das will ich auch noch machen, Motorradführerschein. Motorrad, nee, das. Also ich hatte mal. Ja, so eine. Was war das? Ich war ein bisschen leberknallt, ist aber nie richtig was draus geworden. Und der hatte mal einen Mofa. Oder was? Mhm. Also so ein. Ja, ich kenne mich da nicht so ganz damit aus. Oder war das Motorrad? Doch so ein kleines Motorrad. Ich. Wann das jetzt? Egal. Auf alle Fälle was mit zwei Rädern. Ja, da habe ich lieber Auto. Also, ich weiß nicht, ich habe Angst auf dem Motorrad. Ja. Ich liebe es. In den Kurven liegen und so. Ja. Also ich bin mit meiner Schwester Motorrad gefahren, war total geil. Also ich bin hinten drauf gefahren, ne? Ich habe ja noch keinen Motorradführerschein, noch nicht. Aber ich bin bei ihr ich vorne. Ich weiß nicht, wie Löwin das meint. Das also war richtig nice, also. Mir ja die Schuld gegeben. Direkt geil, bei mir auch. Ja, Slicer. Ich sag, wir hatten ja darüber gesprochen. Ich glaube wirklich, deine Ex und mein Ex, wir sollten mit die verkuppeln. Die würden, glaube ich, zusammenpassen. Du könntest dich dann gegenseitig die Schuld geben. Ich hätte da auch noch eine Ex im Angebot. Kann die auch Schuldzuweisung machen? Ja. Ist halt auch die so kann im Fall ein Geld aus der Tasche ziehen. Ja, okay, das ist ein anderes Thema. Habe ich was geschrieben? Hat sie nur das gelesen, was. Ja.
Das habe ich, Was kenne ich? Ein Chatverlauf, die ganze Zeit. Pling, 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 die ganze Zeit. Egal, was ich dazu geschrieben habe, es wurde immer nur, wirklich, er hat nur das gelesen, was er wollte. Und nicht das, was ich geschrieben habe. Darf ich mal ganz kurz einhaken? Wir Männer lesen nur das, was wir wollen. Bitte? Wir Männer lesen nur das, was wir wollen. Oder hören. Wie? Nachdem. Nicht alle. Nicht alle. Stimmt. Die Ausnahmen bestätigen die Regel. Ob ich alle davon bin, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Dazu kenne ich dich. Gott sei Dank nicht gut genug. Und auch nicht gut genug, genau. Ich habe Urlaub diese Woche. Und sich selbst dazu was eingebildet, obwohl es nicht stimmt. Ja, wie gesagt, dieses nur lesen, was man will, das alles sich so zurechtbiegen, das, was Leis jetzt gerade gesagt hat, so sich das darzulegen, wie es einem am besten passt, was das ist, keine Art und Weise. Wie gesagt, also, ja, aber ich konnte, egal was ich geschrieben habe, ich hätte auch Buchstabensalate hinschreiben können, da wäre gleich gewesen, verstehst du? Es ist, das war vertane Liebesmühe, egal was ich gemacht habe. Ich bin ja so, ne, er ist ja, oh, ich bin ja so arm, ich kann nicht schlafen und natürlich hat er auch gesagt, wo es mir nicht gut ging, ja, oh, wenn ich irgendwas helfen kann. Ja, ich meine, als ich mit Magen und Darm zu Hause lag, war der da gewesen. Also, wollte er da sein. Ich war aber diejenige, die gesagt hat, nee, komm, mir geht's nicht gut. Und dann hat er hier Theater gemacht, ja, ich wollte schon die Polizei rufen, ich dachte, du tust dir was an. Ich so, was? Hallo? Ja, so traurig. Ja, ja. Wow. Hallo, geht's noch? Der hat hier bei vor meiner Tür, bei der Tür eingeschlagen.